als würden die Schalker ihre Königsblauen bereits aufgeben. Denn ansonsten hätte man 30.000 oder 40.000 Zuschauer bei diesem Lokalderby eigentlich erwarten müssen. Freistoß für die Bochumer, Bast und Patzke, beide in der nächsten Saison nicht mehr in den Reihen des VfL. Den Verein drückt eine Schuldenlast von 5 Millionen Mark. Und er kann heilfroh sein, dass Leverkusen die beiden für knapp 2 Millionen kaufen wird. Die erste Schalker Chance in der 19. Minute, Jochen Abel, früher in Diensten des VfL Bochum. Die Schalker taten sich sehr, sehr schwer auf dem regennassen, rutschigen Boden. Einwurf Wuttke, Volker Abramczyk, diesmal von Anfang an dabei. Opitz und Zündig, der beste Mann am heutigen Abend. Trainer Rolf Schafstall vom VfL. Eckstoß Loran. Drexler. Wuttke. Er schubst Wölk. Das war völlig unnötig. Und dafür darf er nächste Woche in München zuschauen. Denn Schiedsrichter Assenmacher gab ihm dafür eine gelbe Karte. Es war die vierte für Wolfram Wuttke. Wenig gute Aktionen im ersten Durchgang. Drexler, Bittcher, der auch schon bessere Tage erlebt hatte. Hier ein Foul von Oswald, der dafür ebenfalls gelb sah. Freistoß Wuttke, noch einer der Aktivposten. Lorand, Jochen Abel freistehend und eine Glanztat von Zündig. Null zu null zur Pause, die Zuschauer enttäuscht. Bochum ja der Remis-Spezialist der Bundesliga. 12-mal gab es bereits eine Punkteteilung in dieser Saison. Die zweite Halbzeit, dynamischer, mit besseren Szenen. Uli Bittcher, wieder Zündig, dem es die Bochumer zu verdanken hatten, dass es immer noch 0 zu 0 stand. Wuttke beim Eckstoß mit Bittcher. Aber Sie sehen, Licht und Schatten wechselte bei Schalke. Nach guten Schüssen dann wieder solche harmlosen Ecken, die dem Gegner Ballbesitz brachten. Und Sie sehen und hören, dass Jürgen Sundermann unzufrieden ist. Schipper. Bittcher. Abel, der Ball prallt vom Rücken eines Gegners ab und Abel im Nachschuss zum 1:0 für Schalke 04, der viel umjubelte Treffer in der 57. Minute. Noch einmal, vom Rücken des Bochumers Storck prallt der Ball Abel vor die Füße. Am zweiten Mal kann er Zündig überwinden. 1:0 durch den ehemaligen Bochumer Jochen Abel. Bochum öffnete nun die Abwehr, dadurch mehr Platz im Mittelfeld. Wolfram Wuttke versuchte dies auszunutzen. Herrlich sein Solo, der Abschluss allerdings etwas schwach. Viel Hektik auf der Schalker Bank. Das 1:0 war noch lange nicht der Sieg, obwohl die Schalker nun Mitte der zweiten Halbzeit dynamischer wirkten. Wuttke, gutes Auge. Lorand. Drexler. Und Opitz. 70. Minute. Der VfL Bochum mit nur wenigen Möglichkeiten. Spielerisch eigentlich die bessere Mannschaft, aber im Abschluss zu harmlos. Wölk mit einem Schuss aus 25 Metern, den Dunkanz parieren kann. Die Bochumer haben ja erst 35 Tore in 31 Spielen erzielt. Nur Braunschweig hat einen harmloseren Angriff. Das spürte man auch heute, dass darin das Manko des VfL Bochum lag. Tüfekci inzwischen für Volker Abramczyk eingewechselt. Versetzt Bast den Libero, schöner Pass auf Wuttke und er will es zu genau machen und vergibt damit das entscheidende 2:0. Immer noch nur 1:0 und 90 Minuten sind gespielt. Wieder Tüfekci, versetzt Storck. Wuttke. Opitz, 22 Meter abgeprallt, 2:0, 90. Minute. Das war die Entscheidung, das war der Sieg für Schalke. Sie sehen diesen Treffer noch einmal.
Alle warten nun auf das nächste, auf das letzte, auf das entscheidende Heimspiel in 2 Wochen gegen den HSV. Zurück in die Sendung.